Willkommen, meine lieben Freunde, zum Ankündigungs- und Teamvorstellungsvideo für die zweite Season des Baby-Pokémon-Plateaus, kurz BPP. Das Ganze ist eine Draft-Liga, so ein bisschen wie die GPL, nur, dass das Ganze hier mit Baby-Pokémon passiert, beziehungsweise Little Cup-Pokémon, also Pokémon, die sich noch weiterentwickeln können und die Basisstufe aktuell noch haben. Da gibt es natürlich einige Regeln zu, wie zum Beispiel, dass alle Pokémon auf Level 5 gesetzt werden, heißt auch, dass sowas wie Drachenwut logischerweise nicht erlaubt ist. Und das macht das alles super interessant, weil die ganzen Damage-Rolls komplett anders sind und ja, Little Cup ist einfach cool. Es ist wirklich super cool, denn wir hatten ja bereits eine Season, an der ich auch teilgenommen habe. Die habe ich ja sogar gewonnen. Deshalb ist Nasgenäht auch das Pokémon, was dieses Logo hier ziert für diese Season. Denn ich bin letzte Season mit dem Team Naseweiß angetreten, mit einem Nasgenäht logischerweise als Signature. Und auch diese Season werde ich das tun, denn never change a running system, vor allem weil ich mit diesem Team auf jeden Fall meinen Titel verteidigen möchte. Das Ganze wird 7 Spieltage lang gehen. Also ich werde gegen jeden Teilnehmer einmal kämpfen. Und danach muss man in der oberen Tabellenhälfte stehen, also Platz 1 bis 4. Wenn man da die Season beendet, geht man in die Playoffs weiter. Da gibt es dann Halbfinale und Finale. Und dann, ja, hoffen wir mal einfach, dass wir da stehen werden und uns den Titel damit holen. Teilnehmer sind natürlich auch super cool. Wir haben nämlich mit am Start den guten Downy Downster, zweiter Platz der GPL Season 7. Hydronic, der gute Kusha, ist derjenige, der die Liga hier leitet. Schaut natürlich auch bei ihm vorbei, Ankündigungsvideo in der Videobeschreibung. Dann ist King Belex am Start. Maxi von Vogel, der gute Nestflo, rein zufällig der Gewinner der letzten GPL Season. Dann haben wir noch Razor, den guten Timo, und Tabasco. Ich bin natürlich auch mit am Start, logischerweise. Naja, so viel zu dem ganzen Vorgeplänkel. Wie gesagt, alle weiteren Infos im Dokument. Ich möchte euch nämlich jetzt mein Team vorstellen, denn wir hatten gestern einen Draft auf dem Kanal von Kusha. Ihr könnt euch den natürlich auch gerne nochmal anschauen. Link in der Beschreibung. Geht halt 3 Stunden. Kann man sich aber ganz gut nebenher geben. Und habe mein Team zusammengedraftet aus sehr nicen Baby-Pokémon, beziehungsweise Little Cup-Pokémon. Deshalb fangen wir auch direkt mal an. Denn ich war Dritter in der Reihe, was auf jeden Fall schon mal ein ganz solider Start ist. Damit kann man sich früh ein gutes Pokémon holen. Wir haben nämlich im S-Tier die Möglichkeit, ein Pokémon zu picken, im A-Tier 2, im B-Tier 2 und im C-Tier 1. Und dann haben wir noch 4 F-Picks, beziehungsweise Free-Picks. Aber zu denen komme ich später nochmal, das erkläre ich dann nochmal. Aber jetzt fangen wir erstmal mit meinem S-Tier-Pick an, denn ich habe auch dann direkt damit losgelegt, weil ich dachte, okay, gut. Eigentlich wollte ich anfangs mit einem A-Tier starten, aber es gibt ein Pokémon, was viel zu gut ist im S-Tier, was ich auf jeden Fall haben will und nicht so lange überleben wird, wahrscheinlich den Draft, und zwar Pampuli. Denn die besten beiden Little Cup-Pokémon, Skalug und Linfu, waren auch direkt weg, war aber auch schon klar. Und deshalb dachte ich mir, Pampuli ist auch eines der besten Pokémon. Hat halt die Fähigkeit Zähigkeit, ist super bulky und kann seine Defensive halt noch weiter erhöhen mit eben dieser Fähigkeit, weil wenn man einmal angegriffen wird, erhöht sich die physische Verteidigung um eine Stufe. Und des Weiteren hat Pampuli den zweitbesten physischen Angriff im Spiel. Also von den Little Cup Pokémon wohlgemerkt. Und deshalb haut er auf jeden Fall rein, ist defensiv auch gut und einfach ein guter erster Pick. Dann dachte ich mir, gut, ein Wasser-Pokémon würde jetzt auf jeden Fall gut passen. Wasser plus Boden ist immer eine relativ solide Synergie, bis auf die Pflanzenschwäche, aber die kann man natürlich dann später ausgleichen. Und ich habe über Araqua nachgedacht. Das hätte zum Beispiel keine Pflanzenschwäche, wäre auf jeden Fall ein solider Pick gewesen. Aber ich wollte wieder Quabbel haben. Denn letzte Season hatte ich auch Quabbel. Quabbel war da der MVP. Und ich denke, auch diese Season ist ja ziemlich nice, vor allem in der Kombination mit Pampuli. Denn wir haben erstmal die Möglichkeit, immer in Wasserattacken reinzukommen. Vor allem, weil wir H2-Absorber als Fähigkeit haben. Aber auch Tastfluch ist natürlich cool. Und wir haben offensiv und defensiv einfach viele Optionen mit Quabbel. Der hat super viele Attacken, die er lernen kann. Also wirklich einen richtig guten Move-Pool. Der hat natürlich jetzt aber auch defensiv sowas wie Kraftabsorber dazu bekommen. Genesung ist natürlich auch gut. Aber Kraftabsorber ist auch super, super stark. Auf dem gegen physisch offensive Pokémon, ne, die viel Angriff haben, ist das auf jeden Fall schon mal ganz nice, um die Heilung zu bekommen. Und deshalb nehmen wir den auf jeden Fall sehr gerne mit. Und ich denke, dass sich die beiden wirklich gut ergänzen. Und das ist ein solider zweiter Pick im A-Tier. Und ich dachte mir, komm, machst du auch direkt mal den nächsten A-Tier-Pick voll mit Milzer. Denn ich habe natürlich die Möglichkeit, erstmal mit Milzer in Pflanzenattacken gut reinzukommen, die problematisch für die beiden ersten Pokémon sein könnten. Aber auch so
einen richtig starken Breaker. Das war so das Wichtigste erstmal für mich. Weil der haut ordentlich rein, hat natürlich Drachentanz, hat fast alles, was Maxax auch hat. Und 87 Base-Angriff für ein Little Cup-Pokémon ist richtig, richtig stark. Dann auch noch mit Überbrückung als Fähigkeit. Auch nochmal super nice gegen die ganzen Robustheit-Pokémon im Little Cup. Robustheit in der Kombination mit Beerensaft ist natürlich eine starke Kombination. Und ja, deswegen Milzer, super nice, böllert rein. Hat einfach viele gute Angriffe, ne? Überrumpler, Drachenklaue, Wutanfall, Gifthieb, Eisenschweif. Alles hat er. Also, der hat auch Kraftkoloss für Stahl-Pokémon. Der hat so ziemlich alles außer Erdbeben. Aber er braucht kein Erdbeben. Deshalb, super gutes Pokémon. Ich bin zufrieden mit dem Pick. Und damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein sehr starkes offensives Pokémon gedraftet. Ja, weiter geht's dann mit meinem ersten Free-Tier-Pick. Was bedeutet das Ganze? Wir haben 4 F-Picks, so gesehen, ich kürze die jetzt einfach ab, zur Verfügung, denn wir haben 100 Punkte, die wir ausgeben können. Und fürs S-Tier gibt man 40 Punkte aus. Fürs A-Tier 30 Punkte, fürs B-Tier 20 und fürs C-Tier 10. Heißt, wenn ich alle meine 100 Punkte ausgeben möchte, könnte ich mir ein S, ein A, ein B, ein C picken. Ich darf mir jetzt aber zum Beispiel nicht noch 2 weitere S picken. Das dürfte ich jetzt nicht machen. Also diese Begrenzung gibt es. Aber sonst, ne, ich könnte ein S, ein A, ein B, ein C oder auch 3 A und ein C. Man hat da auf jeden Fall viele Möglichkeiten und Variationen. Und ich habe mich jetzt erstmal für ein A-Tier-Pokémon entschieden. Habe ich ja immer noch Optionen, das zu ändern. Ne? Ich kann später noch ein S picken. Ich kann aber auch für mehrere A's noch gehen. Also das ist alles möglich mit diesem System. Und ich habe mich dann hier für Molung entschieden. Denn Molung ist schnell. Es ist ein Feuer-Pokémon. Und vor allem Feuergift. Weil Feuergift ist eine richtig starke Kombination. Weil Gift-Pokémon haben Probleme gegen Stahl-Pokémon. Hey, da habe ich dann eine Feuerattacke gegen. Wir haben eine vierfache Pflanzenresistenz. Ist natürlich auch schon mal eine gute Sache. Wie gesagt, für diese kleine Pflanzenschwäche, die ich anfangs hatte, die habe ich jetzt schon sehr gut ausgeglichen. Ich habe sehr viel Initiative mit Molung. Also ein super schnelles Pokémon. Und eine gute Fähigkeit mit Korrosion. Man kann da Faxen mit Toxin, Delegator, Schutzschild machen. Aber ich kann auch einfach offensiv reinböllern, weil da will nicht wirklich viel reinkommen. Und vor allem hat Molung Abschlag. Und Abschlag ist im Little Cup unfassbar gut. Denn die Gegner spielen halt Evolit oder Beerensaft oder sonst irgendwas in der Art. Und das sind alles sehr gute Items. Und wenn man die abhauen kann, ist das gegnerische Pokémon schon mal um einiges schwächer. Beziehungsweise abschlagen, nicht abhauen. Deshalb Molung, super guter Pick und ich bin sehr zufrieden damit. Ich hätte auch die Option gehabt, Ignivore zu picken. Wäre auch ein gutes Feuer-Pokémon gewesen, auch mit Kehrtwende praktisch, weil ich habe bisher kein Momentum. Das hat mich zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall schon sehr gestört, dass ich, was das angeht, nichts hatte. Oder ich hätte noch überlegen können, Fukano zu draften. Fukano hat keinen Teleport, aber ist natürlich mit Bedroher immer noch super stark. Und auch generell Fukano ist ein guter Pick und hätte natürlich auch zu mir gepasst. Aber ich hatte Bock auf Molung, wollte ja auch schon am 4er in der GPA picken. Jetzt habe ich halt hier Molung gepickt und ich denke, der wird super stark sein. Ja, weiter geht's ebenfalls mit einem super starken Pokémon im B-Tier und zwar Fleeknoll. Wahrscheinlich das beste Pokémon im B-Tier, denn auch schon im normalen Little Cup ist Fleeknoll richtig gut. Und hier natürlich auch. Also hätte genauso gut eigentlich im A-Tier sein können. Hatte da ein bisschen Glück, dass der im B-Tier war. Aber hey, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Denn so haben wir einen sehr starken Pick dort gemacht. Weil natürlich hat er erstmal ein relativ solides Typing mit Psychoflug. Wobei man natürlich da Probleme gegen Stahl hat. Aber man hat ja Hitzewelle als Coverage. Also ist das okay. Das Beste aber von Fleeknoll ist die Fähigkeit. Denn Fleeknoll hat die Fähigkeit Wankelmut. Bedeutet, dass Statuswertveränderungen verdoppelt werden. Also sagen wir mal, wir boosten uns mit Ränkeschmied auf plus 2 normalerweise. Das heißt, wir würden uns mit dieser Fähigkeit direkt auf plus 4 boosten. Und das ist unfassbar gut. Natürlich werden Drops dann auch verdoppelt. Das heißt, wenn wir einen Bedroher zum Beispiel reinbekommen, was dem jetzt egal ist, aber als Beispiel, bekommen wir automatisch einen minus 2 Angriffsdrop rein. Aber das ist egal. Also das wird nicht so schlimm sein wie für den Gegner, wenn ich mich mal auf plus 4 geboostet habe mit nur einem einzigen Angriff. Ne, halt mit Ränkeschmied, wenn ich es nur ein einziges Mal einsetze. Und das ist unfassbar gut, vor allem, weil er auch noch andere Optionen hat, mit Gedankengut, mit Amnesie potenziell. Also super, super stark. Der hat generell viele gute Optionen, hat auch Kehrtwende, was praktisch ist. Hat viele gute Statusattacken, die auch praktisch werden. Also der ist so stark und ich denke, dass Fleeknoll dem Team gut helfen wird. Auch das nächste Pokémon wird dem Team wahrscheinlich gut helfen, und zwar Cottonee im C. Die Sache ist die, ich wollte einen
Turbodreher-Pokémon haben. Und ich hatte irgendwie Angst, dass irgendjemand Cottony jetzt picken wird. Vielleicht auch Imantis. Das wäre auch noch eine Option gewesen, Backup-Option. Aber ich hätte Cottony, glaube ich, noch nicht so früh picken sollen. Ich hätte wahrscheinlich auf Magnetilo gehen sollen im S-Tier. Weil Stahl-Pokémon sind sehr rar im Little Cup. Und Elektro-Pokémon auch. Und ich wusste, wenn ich jetzt Magnetilo nicht bekomme, dann werde ich wahrscheinlich kein Elektro-Pokémon mehr draften, außer vielleicht Fritzeblitz. Aber, ja, nee, also ich hätte wahrscheinlich Magnetilo hier nehmen müssen, weil Magnetilo war dann nächste Runde weg und in der nächsten Runde wollte ich es draften. Das war auch der einzige Mini-Snipe, aber an dem bin ich ein bisschen selber schuld. Ich dachte mir nämlich, Magnetilo will ich nicht nochmal picken. Ich hatte ihn letzte Season und fand ihn unfassbar gut und ich glaube auch diese Season wäre da krass gewesen, aber ich wollte eigentlich was komplett Neues picken diese Season, außer Quabbel. Auf Quabbel hatte ich einfach zu viel Bock. Naja, und dann war ich in so einem Punkt, wo ich eigentlich gesehen habe, Magnetilo passt so gut rein und wäre so gut gewesen. Und jetzt habe ich den leider nicht bekommen, was halt nicht schlimm ist, aber es war ein bisschen selber verschuldet, wie gesagt, weil ich hätte Cottony jetzt hier noch nicht holen müssen. Aber egal, darüber reden wir jetzt nicht. Cottony, super guter Pick, finde ich, fürs C-Tier, weil der hat Belebekraft, ist relativ bulky, hat Turbodreher, hat viele gute Statusattacken, natürlich offensiv sehr, sehr passiv, hat leider keine Kraftreserven, ne, weil es keine Kraftreserven mehr gibt, aber auch so, ne, da kann nicht viel treffen. Das ist ein bisschen schade und auch keine Kehrtwende. Kehrtwende wäre so gut auf dem, aber ist okay. Cottony ist, denke ich mal, ein solides C-Tier-Pokémon und den werde ich, glaube ich, öfter mitnehmen, als man vielleicht am Anfang denken könnte. Weiter geht's dann mit Macholo. Ich wollte natürlich einen Kampf-Pokémon haben, ist klar. Weil man braucht auf jeden Fall einen Kampf-Pokémon im Little Cup. Am besten auch noch ein Pokémon, was Abschlag kann. Also ein Kampf-Pokémon, das ist nie schlecht. Deshalb habe ich mich dann für Macholo entschieden. Weil Velosi wäre auch eine Option gewesen. Velosi wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber ich denke, Macholo bietet mir einfach nochmal viel mehr Optionen, auch was die Coverage angeht. Hat natürlich auch nochmal Prioritätsattacken, die sehr, sehr nice sind. Macholo ist halt einfach ein kleines Machomai, ne? Mit Adrenalin, aber auch mit Schildlos. Super stark und ich denke, dass Macholo ein guter B-Tier-Pick ist und auch diesem Team sehr weiterhelfen wird. Und ihr seht auf jeden Fall, die physische Power ist bisher schon mal ganz gut da. Wir haben Macholo, wir haben Pampuli und wir haben den guten alten Boy Milzer. Und dann war jetzt die Sache, was tue ich jetzt? Ich habe ja noch 3 Free Picks. Heißt, ich kann jetzt noch 70 Punkte ausgeben, weil ich ja 30 Punkte bisher ausgegeben habe. Bedeutet so viel wie, ich kann noch ein S-Tier picken, ein B und ein C. Oder ich könnte noch 2 A-Tier-Pokémon picken und ein C-Pokémon. Und Scoppel ist im A-Tier und ich habe überlegt, ob ich Scoppel nehmen möchte. Der wäre gut gewesen im A-Tier. Oder ob ich Zickzacks im S-Tier nehme. Weil Zickzacks ist ein super gefährliches Pokémon. Der hat Bauchtrommel, der hat Turbo-Tempo, der hat natürlich auch Samenbomben, was ganz cool ist, gegen Bulky Waters. Und Raub ist sehr gut gegen Geist-Pokémon. Deshalb, der böllert rein und das ist ein sehr gefährliches Pokémon. Aber natürlich auch kein so vielseitiges Pokémon. Das ist so das kleine Problem von dem Boy. Aber es ist okay. Und die Sache ist, dadurch, dass ich so viel physische Power habe und der Gegner sich nicht auf alles vorbereiten kann, wird Zickzacks halt deswegen trotzdem gut sein. Weil der kann sich halt nicht auf alles vorbereiten, der Gegner. Von irgendwas wird er gesweept. Von Milzer, von Zickzacks oder Macholo haut Löcher rein in das gegnerische Team oder Pampuli natürlich auch. Also, das ist eigentlich schon eine coole Sache, dachte ich mir. Und deshalb habe ich mich dann für Zickzacks entschieden. Und ich hoffe, dass ich gut mit dem performen werde. Ich weiß es halt überhaupt nicht. Der ist für mich eine Wundertüte. Also, der könnte richtig gut in meinen Händen sein. Der könnte aber auch absolut schlecht werden, weil ich vielleicht nicht damit umgehen kann. Das wird spannend. Naja, so wie dazu Zickzacks, da brauche ich auch nicht viel mehr sagen. Ist einfach ein cooles Pokémon und Gen 3 Liebe, ein bisschen auch für mein Team. Deshalb habe ich ihn natürlich nochmal umso mehr gefühlt. Dann machen wir weiter mit meinem vorletzten Pick, dann wiederum im B-Tier. Und hier habe ich länger überlegt, ob ich vielleicht Click picken möchte. Noch ein weiteres Setup-Pokémon, damit sich der Gegner einfach denkt, ach nee, gar keinen Bock gegen Present zu spielen, weil der hat einfach so viel Setup und so viel Stuff, physisch offensiv, der viel zu gut ist. Weshalb man einfach, ja, schon fast surrendern möchte. Aber ich habe mich am Ende gegen Click entschieden und für Wuffles. Denn ich finde, Wuffles ist auch ein gutes Pokémon für mein Team, weil ich auch nochmal eine Tarnstein-Option habe. Ich hatte bisher nur Pampuli. Pampuli ist sehr gut mit Tarnstein. Aber ich wollte nochmal eine zweite Option haben. Und Wuffles bietet mir eine gute Coverage, ist relativ fix unterwegs. Habe ich nochmal ein Pokémon, was in Flugattacken ganz solide reinkommt. Einfach auch, weil es ein Gesteins-Pokémon ist. Das ist auf jeden Fall nie schlecht zu haben. Und natürlich haben wir auch noch viele andere coole Sachen wie Tiefschlag-Priorität und so ein kleines Lead-Set, was man Wuffles spielen kann. Also er kann, glaube ich, schon ganz cool sein. Und deshalb
habe ich mich dann für den entschieden. Und dann war ich am Schwitzen. Denn ich dachte, okay, gut, ich will doch noch einen Stahl-Pokémon haben und ich habe Galamauzi schon lange auf dem Schirm gehabt. Der ist nämlich einfach im C-Tier gewesen und ich finde, der ist da so gut im C-Tier. Eines der besten Pokémon, weil der einen guten Movepool hat. Der hat natürlich Krallenwucht und ist einfach fast das gleiche wie Mauzinga im Draft-Format. Nur in eigentlich noch besser, weil es nicht so viele gute Pokémon gibt. Heißt, er wird nicht von so vielen outclassed. Und deswegen fand ich den so nice. Außer, dass er keinen Nahkampf hat. Das ist ein bisschen blöd für den. Aber auch nicht super schlimm. Naja, Galamauzi habe ich dann aber auch am Ende bekommen. Denn Henrik hätte es fast sich geschnappt. Hat sich aber dann am Ende dagegen entschieden. Und Reislaus gepickt. Beziehungsweise hat eine Münze das Ganze entschieden. Schaut das einfach im Draft an. Das war ziemlich amüsant. Und ja, deswegen konnte ich mir Galamauzi picken und Galamauzi ist einfach ein gutes Pokémon. Und auch schon wieder ein Pokémon, was einfach reinböllert. Also wirklich, das haut rein. Wie gesagt, meine physische Offensive ist insane. Aber auch meine Spezialoffensive ist gut. Ich meine, ich habe allein Pfleknäuel. Pfleknäuel ist spezialoffensiv richtig stark. Und auch Quabbel darf man nicht unterschätzen. Aber ich denke, vor allem in dem Meter wird die physische Offensive eher wichtig werden als die spezielle Offensive. Und ich natürlich habe ich noch Molunk, den habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Molunk ist so gut, also der ist auch offensiv gesehen richtig gut. Aber ja, ich würde sagen, das ist ein sehr starkes offensives Team, aber ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann. Ich habe ein sehr offensives Team gedraftet und ich weiß echt nicht, ob das was wird, denn das ist schon ein sehr weirdes Team, was die Offensive, wie gesagt, angeht. Und ich bin gespannt, ob ich halt mit dieser krassen Offensive auch klarkomme, also damit auch ordentlich zu bauen und diese gut in Szene setzen kann. Aber ich habe Bock auf das Ganze hier, ich habe Bock auf die Season, ich will meinen Titel verteidigen. Ich hoffe, ihr feuert mich an oder irgendein anderes Team natürlich. Ihr könnt natürlich auch gerne bei einem vorbeischauen, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Lasst dort auch gerne überall ein Abo da, lasst doch gerne hier ein Abo da. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und schaut auf jeden Fall in den ersten Spieltag rein. Am Sonntag geht es los. Von 13 bis 16 Uhr werden die Kämpfe hochgeladen. Jede Stunde kommt ein Kampf. Also schaut auf jeden Fall auf allen Kanälen vorbei und mein Kampf kommt diesen Sonntag um 15 Uhr. Schaut vorbei, das war's dann von mir, bis zum nächsten Mal und ciao.